meine Mama gefragt, ja, was willst du mal werden? Und ich habe gesagt, ja, unbedingt Bäckerin. Und das war irgendwie schon so von Anfang an. Weil es einfach ja, mit Lebensmitteln zu tun hat und das ist einfach geil. Nathalie ist Lehrling bei der Bäckerei Moser in Hartkirchen. Sie hat sich für die Doppellehre als Bäckerin und Konditorin entschieden. Diese Ausbildung dauert 4 Jahre. Also ich habe mir verschiedene Berufe angeschaut und dann war ich mehrmals in Bäckereien schnuppern und mir hat es eigentlich am Meer getaugt. Es ist trotzdem nur so ein wenig eine ödere Arbeit und man sieht dann das Resultat da. Seit 2009 führt Christina Moser-Wachtfeitel den Betrieb mit ihren 2 Geschwistern. Die Lehrlingsausbildung hat seit eh und je einen hohen Stellenwert im Betrieb. Es ist mir ganz wichtig, dass junge Menschen erstens mal eine Ausbildung fertig machen und eine im Sackerl haben sozusagen. Und mir ist ganz wichtig, dass jemand noch unser Handwerk, die Bäckerei und die Konditorei lernt. Weil wenn wir das nicht weitergeben, wer sollte das dann später mal machen? Nathalies Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens und endet um 14 Uhr. Das sagt ihr zu, denn da bleibt viel Freizeit. Die Lehre zog sie einer weiterführenden Schule vor, weil? Erstens, weil mir das Lernen nicht mehr gefreut hat. Und zweitens, man hat einen geregelten Ablauf und man hat trotzdem sein eigenes Geld und das ist trotzdem cooler. Cool ist auch, dass die Lebensmittelproduktion eine lange Tradition im Eferdinger Becken hat. Die Fleischhauerei Otzelberger aus Hartkirchen ist ein Familienunternehmen, dem Regionalität stets am Herzen liegt. Ja, wir sind jetzt in der 4. Generation in Hartkirchen eben. Natürlich ist es mir sehr wichtig, weil man am Land eben einen persönlichen Kontakt zu den Landwirten hat. Und das ist sicher in einem Ballungszentrum nicht so vorhanden. Josef Leitner hat vergangenen August als Fleischerlehrling in diesem Betrieb begonnen. Ja, weil es eigentlich nicht weit weg von mir ist. Und weil der Chef ist auch relativ jung, ist auch keine Tochter. Die Lehrlingsentschädigung ist auch nicht so schlecht. Und so, weil es mir einfach Spaß macht, die ganze Arbeit. Für ihn war klar, dass er nach Absolvierung der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Weizenkirchen eine 2. Berufsausbildung macht, weil? Weil ich nicht die ganze Zeit am Dom sitze, sondern weil ich auch was tue, also körperlich ein wenig. Weil wir daheim auch Landwirtschaft haben und weil mich das über Lebensmittel und gesunde Nahrung sehr interessiert. Bei seinem Chef spürt man die Leidenschaft, wenn es um das Thema Lehrlingsausbildung geht. Sie kommen den ersten Tag in unseren Betrieb und fangen eben bei Null an. Und da kann man eben zu jeder Tätigkeit und zu jedem Handgriff was dazu sagen. Und das interessiert mich und das freut mich, wenn man junge Leute was beibringen kann. Ein Leitbetrieb der Region Eferding setzt ebenfalls einen Schwerpunkt in der Berufsausbildung junger Menschen. Michaela Doppler lernt Lebensmitteltechnikerin bei EFCO. Wir haben verschiedene Bereiche, wo man sein müssen als Lehrling. Zum Beispiel bist du mal im Labor, dann ist man mal draußen und erlernt einmal alles. Dann lernt man mit Maschinen umgehen. Oder man hat einen Bereich, wo man gehen kann, zum Beispiel die verschiedenen Bereiche, wie dass man Mayonnaise machen, da ist man mal ein Zell. Oder ein Büro, Labor. Es ist erstens mal das eigene Geld, was man verdienen kann. Und es ist trotzdem auch ganz was anderes, wie wenn man jeden Tag in der Schule sitzt. Das Arbeiten mit Lebensmitteln begeistert die landwirtschaftliche Facharbeiterin. Ja, es ist super, weil die Bauern kommen mit der Rover her und wir verarbeiten es doch weiter. Die Rover kommt einer und man sieht es direkt, wie es vom Feld verarbeitet wird und wie es gewaschen wird. Und das ist schon super, dass man das so sieht bis zum fertigen Produkt. Und diese regionalen Produkte verarbeiten Mitarbeiter aus der unmittelbaren Umgebung des international ausgerichteten Unternehmens. Und gerade bei uns, die wir ein sehr regional verwurzeltes Unternehmen sind, ist es natürlich besonders wichtig, junge Damen und Herren aus der Umgebung bei uns im Unternehmen zu integrieren, die dann von Haus aus den richtigen Stahlgeruch mitkriegen und eigentlich das Personalfundament für das ganze Unternehmen darstellen. Die gut ausgebildeten Fachkräfte von heute sind vielleicht die erfolgreichen Firmen von morgen und sichern der Region auch in Zukunft ihre Eigenständigkeit.